Hallo, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu BeamNG Live. Was ist das denn da? Was zur Hölle? Aber man kann sogar hier den Ladeanschluss sehen. Die Pins vom Ladestecker. Aber das ist irgendwie strange. Okay. Naja. Wir schießen ihn über die Rampe. Falls wir ihn auf eine moderate Geschwindigkeit beschleunigt kriegen. Oh, immerhin. 90. Wow. Oh, er schafft 100. Oh, er schafft 120. Oh, 130. Was? 140? 160? Was? Die Karre läuft 160? Ich glaube, ich spinne. Das ist ja ultimativ. So. Oh, sauber erwischt. Sauber die Rampe erwischt. Und er blinkt fröhlich. Boing. Oh ja, der kommt schön ins Rollen, glaube ich. Das war der Scheinwerfer. Oh ja, der bockt sich schön auf den Reifen. Ui. Kleiner hüpfender Flo. Jetzt sieht er so ein bisschen aus wie so ein Renault Clio. Twingo. Oh, oh, oh. Nochmal. Er macht noch einen großen letzten Sprung. So. Das wird's gewesen sein. Aber hey. Er fährt noch. Okay, er fährt nur noch in eine Richtung. Aber er fährt noch. So, man kann ihn noch ganz aufs Dach legen. Das Dach ist mir viel zu hoch. Oh. Schon besser. Gut. Das war das Smart EQ. Was haben wir noch? Den haben wir schon fliegen lassen, den haben wir schon fliegen lassen. Den haben wir fliegen lassen, den. Dann das ist ja nicht von uns. Das ist ja ein BeamNG-Eigener. Aber hier geht es weiter mit dem Tesla Model 3. Den müssen wir natürlich auch fliegen lassen. Oh, in Rot. Schön. Haben wir da eigentlich schon mal richtig reingeschaut? Ja, ist ziemlich dunkel hier. Ziemlich dunkles Interieur. Und viel zu sehen gibt es ja in so einem Tesla sowieso nicht. Dank des sehr aufgeräumten Cockpit. Er sollte seine 250 schaffen. Sogar über 250. Ja, gut, umso härter ist natürlich der Aufprall auf den Keil, das ist klar.
aber eine ordentliche Flughöhe. Ich meine, gut, bei 250. So macht man einen richtigen Rollover-Test. Nicht so wie die das da immer machen. Obwohl, diese Maschine gibt es ja auch noch. Oh ja, das könnten wir auch mal noch probieren. Ja, doch, aber durch das Gewicht ist er schon ziemlich haarig aufgesessen. Ja, die Landung ist schon ziemlich hart. So. Okay, wir testen was. Achso, halt. Das ist ja hier, Moment. Die Frage ist, wie rum? Also wir schauen mal nach vorn. Hier auf der Straße. Gut, wir testen. Wir testen. Da gibt's ja so ein extra Rollover Cage. Wo ist der? Hier. Rollover Sled. Gibt's nur eine. Okay, neu spawnen. Wie rum steht der jetzt? Steht der jetzt richtig, ja? Okay, ja, der steht richtig. So, Autole, wo bist du? Komm her. So, pass auf. Hier drauf fahren einmal. Vielleicht rückwärts, weil vorwärts ein bisschen steil. Oder geht das? Okay, das geht. So, die Plattform wackelt natürlich ein bisschen. Okay, Handbremse anziehen. Zündung aus. Und dann, gehen wir mal auf die Orbit-Kamera und dann schauen wir hier Test ausführen ab, Winkelvorschau down. Okay, das ist die Winkelvorschau. Seitenwinkel erhöhen, Page up und Page down. Ah, hier. Seitenwinkel mal auf 100%. So, nach oben ist Test ausführen. Toll, jetzt haben wir es verpasst. Okay, ich muss das Zeug. Ich muss das Auto da drauf resetten. Ja, da drauf speichern. Wenn das geht. Ja, das geht. Okay. Das ist die Orbit-Kamera. Das ist das Gerät. Das ist das Auto. Was ist das? Da ist nochmal was. Was ist das? Radialmenü. Hm. Ja, okay, wir machen so. Achtmal langsamer. Und dann starten wir den Test. Und dann muss ich nur schnell genug umschalten. Okay.
never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but hier muss ich umschalten. Entschuldigung. Ja, genau sowas wollte ich doch sehen. Okay. So, wie ist das? Muss ich da draufbleiben? Nee. Okay, ich muss nicht draufbleiben. Sehr gut. Okay, wie ist das, wenn ich den Winkel ändere? Was haben wir da? Wie viel Grad haben wir da? 0 Grad. Okay. Interessant, da passiert nicht viel. So, Winkel mal auf 45. So. Okay, 45 Grad stört halt auch gar nicht. Naja, dann Vollgas. 100 Grad. Ja. Dann hakt er sich ein und dann rollt er rum. Gut, dann können wir jetzt hier theoretisch alle Fahrzeuge ausprobieren, oder nicht? Ja, wir haben ja dann noch andere. Ach nee, das war's, glaube ich, ne? War nicht hier unten noch mal irgendwo einer? Hier ein Model X haben wir auch noch. Ja, aber das war's dann auch schon. Mal gucken. Model X ist ja deutlich höher. Mal schauen, ob der überhaupt geladen. Was passiert, wenn wir jetzt den Test starten? Ah, okay. Ja, der Schlitten hat so seine Probleme, vorwärts zu kommen. Und solange der X da drin hängt. So vielleicht? Ja. Okay, der hängt da immer noch fest. Boah, das ist ja cool. Kann ich das hier hin machen? Und dann. Ach so. Ja, jetzt ist er wieder hier drin. So, wir müssen den hier mal speichern. Hier ist er sicherer. Oh, wir können die Autos eigentlich
eigentlich so speichern. So kurz davor. Hier so. Okay, ich wollte diesen Schlitten wollte ich da anbinden, dass er vielleicht mehr Schwung hat. Entschuldigung, aber eigentlich. Eigentlich brauchen wir das nicht. Aber ich könnte hier ein bisschen. Moment, ich fahr mal. Ich fahr mal hier so ein bisschen näher an den Rand. So. Ja, so sieht gut aus. Und dann gehen wir auf den. Und dann machen wir langsam und einmal Test starten und dann gehen wir auf den. Und dann schauen wir mal, wie der sich so schlägt. Aha, ja. Der hat gut eingehakt. Boing. Ja, ist halt schade. Das sieht einfach alles nicht gut aus bei diesem Mod. Deswegen nehmen wir da jetzt mal eins, wo auch richtig schön aussieht danach. Wo die Crash-Zonen besser sind. Nehmen wir doch mal den. Das ist der aktuell der neueste. Deswegen hier in schönem. Oh, mit getönten Scheiben, so. Oder ja, die Version. So richtig schön familienkutschenmäßig. Ja, oder den hier. Sport. Nee, wir nehmen einen lumpigen. Den hier. Richtig lumpige Familienkutsche. Und dann mal schauen, wie der sich so verhält. Hier ist ein ganz nagelneuer, 0 Kilometer. Mhm. Gut. So, Motor aus, und dann machen wir langsam und starten den ganzen Braten. Oh, mal schauen, wie der Lansdale Familienkutschomatik sich so verhält. Aha, robustes Dach.
eine Seitenscheibe ist schon rausgefallen. Den hat es nicht weiter überschlagen, nur einmal. Entschuldigung. Hä, das ist ja voll lumpig. Das geht ja mal gar nicht. Okay, dann müssen wir was anderes machen. Oh, Moment mal, was ist das denn? Ich brauchte doch was zum Drüberfahren. Wunderbar fiese Bahnschienen. Ah, was kratzt denn da jetzt so? Okay, das ist aber... ist in der Mitte also auch gefüllt. Aber die haben richtig gemeines Maß. Oh ja. Oh ja. Wisst ihr was, meine Freunde? Wisst ihr was? Also der zeigt dahin, wo er hin zeigt. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Mensch, kitzelten da so. So. Da, 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 da. Wo ist er? Da. Oh ja, geil. Oh ja, perfekt. Sexy. Super gut. Da ist er. Wo sind wir denn? Wo stehen wir denn? Entschuldigung. Ich muss mal einen Schluck trinken. Ja, irgendwas kratzt da im Hals. Hängt da in so einem Fussel. So. Einmal hier abgespeichert und Vollgas. Also erstmal jagen wir ihn über die Schienen und dann jagen wir ihn über die Rampe. Was da so geht bei dem Familienmodell. Ah, immerhin 160. Schafft das Ding. Also wir düsen weiter mit 170. So, mal schauen. Er ist wieder langsamer geworden, verdammt. So, jetzt aber.
Oha. Schönes Ding. Da fliegen die Radkappen. Plattfuß. Alle vier, oder wie? Ja, wie mir erscheint, alle vier. Reifen platt. Und die Stoßstange ein bisschen kaputt. Okay. Es hat mir aber zu lange gedauert hier. Das hat mir zu lange gedauert mit dem. Entschuldigung. Was haben wir denn hier? Performance. Ah, hier, die 1100. Warum nicht? So, das machen wir noch ganz schnell eben in dieser Folge. Ja, startet nicht, weil... Da stimmt irgendwas nicht. Da stimmt irgendwas nicht. Dann nehmen wir halt den. Oh ja. Der geht ab. Öha. Ja, den hat's gut zerpflückt. Vor allem die Hinterachse. Federung gibt es hier, glaube ich, auch keine mehr. Was macht dieses Hinterrad da? Warum denkt das, es muss vorwärts fahren? Okay. Okay, einmal noch über die Rampe. Einmal über die Rampe. Die ist sowieso besser als der Rollover. Als der Rollover Sled. Und treffen wir? Knapp dran vorbei, ist auch voll daneben. Dann heizen wir halt da nochmal drüber.
So. Rums, alter Schwede. Boah. Okay. Da hat sich wohl etwas verhakt. Oha. Da hat sich wohl irgendwas verhakt. Ach, hier liegt übrigens der Motor. Hier. Komm mal her. So. Supercharged. Ja. Gut. Hat ihm jetzt noch nicht viel gebracht. Gut, und mit diesen Bildern würde ich sagen, verabschieden wir uns in der Folgenpause. Sehen uns in der nächsten Aufnahmesession wieder, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei BeamNG Drive. Und ich gehe jetzt schlafen. Aber nicht hier drin. Obwohl, das sieht ganz bequem aus eigentlich. Vielleicht schlafe ich hier drin. Mal sehen. Gut, bis dahin macht's mir gut. Tschüss.